Heute mal bei wunderschönem Wetter hier in Brandenburg an der Havel. Michael Stübgen, CDU-Landesvorsitzender und Innenminister des Landes Brandenburg, ist zu Gast. Vorbereitet haben wir Gespräche, ganz besonders zum Thema Ehrenamt. Dazu fahren wir mit einem Bötchen hier über die wunderschönen Gewässer, fahren zur Regattastrecke, einen der modernsten Austragungsstätten für Wassersport. Und deshalb ist die Vielfalt dessen, worüber wir sprechen, natürlich sehr groß. Ich freue mich drauf. Leinen los, wir starten jetzt. Für mich ist es ein sehr, sehr interessanter Tag, denn ich frage mich, warum, das erste Mal hier an dieser internationalen Regattastrecke. Und es ist für mich sehr beeindruckend, wie gerade auch mit dem Ehrenamt, aber auch durch das Engagement der Stadt hier diese Strecke ausgebaut worden ist, wie sie genutzt wird und wie sie auch erhalten wird. Ja, die Regattastrecke Bezi, die ist weltweit bekannt. Das kann man nur so sagen. Wir sind eine Naturregattastrecke und von diesen Naturregattastrecken gibt es weltweit nicht so viel. Und wir bezeichnen unsere Regattastrecke natürlich als die schönste. Wir machen Wasserski, wir machen Segeln. Wir machen aber auch am Wochenende Musik, Kultur und Tanzen. Also ein reiner Veranstaltungsort am Wasser und mit Wasser. Das zeichnet uns eigentlich hiermit aus. Das ist etwas ganz Besonderes, was wir in Deutschland haben, was weltweit in der Form nicht da ist. Und ich weiß, dass Dietlin sich sehr intensiv auch um diesen ganzen Ehrenamt im Sport und so weiter kümmert. Und wir haben auch über Probleme beraten, die es gibt und haben uns ausgetauscht. Es gibt eine neue Bundesehrenamtsstiftung. Da sind wir beide der Meinung, wir nutzen die, so wie sie da ist. Dietlin will das auch sehr weit ausbauen. Und soweit ich das kann, werde ich das auch unterstützen. Ja, es geht vor allen Dingen um die Unterstützung vom ehrenamtlichen Bereich und von Veranstaltungen, um alles und um Sicherheit im Rahmen von Veranstaltungen. Also es ist ein Veranstaltungsort, wir haben jede Woche Veranstaltungen und haben auch damit gute Erfahrungen, Einsatz von Ehrenamtlichen, Durchführung von nationalen und internationalen Großveranstaltungen. Und da spielt das Thema Sicherheit natürlich auch immer eine Rolle. Die Idee mit dem Boot ist ganz toll. Ich glaube, Dietlin weiß, ich bin passionierter Hochseesegler. Mit Wasser kriegt man mich immer. Aber ich muss gestehen, ich bin auch das erste Mal durch diese kleinen Kanäle hier gefahren. Und das ist gerade auch vom Wasser eine wirklich wunderschöne Stadt.